ich melde mich auch mal wieder. Video wird noch hochgeladen. Internet ziemlich langsam heute. Ich ziehe mir hier gerade Hühnerfrikassee rein. Guckt euch das an. Und das Gute ist, ich schmecke was. Also ich habe zum Glück nicht diese Probleme. Ansonsten geht es mir gut so. Ich war unten eben noch, habe was aufgebaut so ein bisschen, soweit ich kann so. Habe mir jetzt nicht so übelst angestrengt dabei. Ich wollte jetzt hier nicht so auf Kacke hauen. Aber vom Ding her geht es mir echt richtig gut. So seit gestern geht es mir gut. Was mich echt nervt, ne? Corona hin oder her. Aber durch dieses ganze Liegen die ganze Zeit. 3 Tage oder so lag ich durchgehend durch. 3 oder 4, ich weiß gar nicht. Hier, komplette Muskulatur, das tut hier weh. Denn hier so denn am unteren Rücken so ein bisschen, aber vielmehr so richtig. Der gute Uwe hat das auch mitbekommen. Und dass ich loslegen will mit Sport. Und hat mir einfach alles zugeschickt. Also, ich weiß nicht, ob ich je ein dickeres Paket bekommen habe von irgendjemandem. Also, hier ist alles drin. Alles. Vielen, vielen Dank, Uwe. Dicken Kuss. Und gute Besserung. Kuss. Wie ist jetzt? Darauf hätte ich richtig Bock direkt. Strong Karamell Flavor Bomb. Erstmal nur Geruchstest. Ich zeige euch mal, wie ich jetzt in 3-4 Tagen, wo ich nur 24 Stunden im Bett lag, mir tut alles immer. Ich kriege normalerweise mein Bein, guck mal, wenn ich so mache, das tut mir geht nicht. Das war's. Und ihr Leute, ihr kennt mich, wie beweglich ich bin. Das hat mich so eingeschränkt. Ein bisschen bewegen jetzt. Sag ich ganz ehrlich, Leute, ich habe mich noch nie so unbeweglich gefühlt. Ja, bis immer. Mal rauskommen aus der Scheiße hier. Oh Leute, das erste Mal seit langem mal wieder 4 Stunden durchgezockt mit meinem Kollegen Tobias. Wir haben Halo Infinite gezockt, das neue auf PC habe ich es gezockt. Ist ja eigentlich ursprünglich Halo immer nur für die Xbox gewesen, aber jetzt seit Infinite auch für PC. Richtig geil. Ich habe es damals auf der Xbox 360 selber gespielt, so Halo 2, dann Halo 3. Halo 3 war eine Suchtzeit, obwohl ich ja eigentlich PC-Spieler, Counter-Strike bin, aber da Halo 3 hatte mich damals. Und wie? Ja, bis 6 Uhr morgens teilweise, ne? Das war echt krass damals. Ja, war erstmal wieder so ein richtig cooles Gefühl gehabt beim Zocken. Wieder richtig Spaß gehabt. Und jetzt gehe ich ins Bett, jetzt bin ich auch wirklich sehr platt. Netflix machen geilen Film, Empfehlung immer gerne her damit. Ich stehe so auf Mafia-Filme und so richtig geile Filme einfach. Ja, in diesem Sinne, haut rein. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich gehe jetzt schlafen gleich nach dem Film. Typ, der schafft es wirklich, mir sogar in der aus der Quarantäne auf die Nerven zu gehen. Aber ich vermisse mein Ufer auch ganz doll. Ja.